Heute zeigen wir euch, wie ihr aus diesem Footage dieses Cinemate-Footage hinbekommt. Willkommen bei diesem Tutorial. Heute zeigen wir euch, wie ihr aus dieser GoPro cooles Material rausbekommt. Als allererstes muss man nämlich, um geile Aufnahmen zu bekommen, hier die richtigen Einstellungen treffen. Das werden wir euch natürlich zeigen. Dann zeigen wir euch, wie ihr die geilen Aufnahmen noch geiler machen könnt. Und zwar, wie ihr sie ja zum einen mal bei Apple, nämlich in Final Cut Pro X, entsprechend cinematisch nachbearbeitet und dann das Ganze noch einmal für Premiere. Und ich würde sagen, los! Auf der GoPro macht ihr das Ganze so, indem ihr erstmal, ich habe jetzt hier mit Touch Display, deswegen zeige ich euch das hier an, dass ihr erstmal hier wischt, um die Settings aufzurufen, Mode, Video, natürlich, außer ihr wollt logischerweise Fotos machen. Resolution würde ich immer auf 1080 bzw. 1080 Superview setzen, auch hier die Framerate, 1440p. Wäre auch noch eine Möglichkeit, würde ich aber ganz einheitlich nicht machen. Und 4K kann man bei dieser Kamera sowieso nicht empfehlen, ansonsten auch nicht nötig für die GoPro. Deswegen hier bei 1080 Frames per Second könnt ihr euch eben entscheiden zwischen den klassischen 48, also Kino Framerate, und 60. 60 ist zwar eigentlich für cinematisch nicht zu empfehlen, allerdings ist es bei 24 so, dass ihr in einigen Fernsehern oder so Inkompatibilität habt. Deswegen würde ich euch trotzdem 60 empfehlen, und auch eine kleine Art Stilmittel könnte ja auch dieses Home-Video sein. Deswegen eben diese 60. Field of View, das heißt quasi Weitwinkel, heißt auch, inwiefern ihr in der Post-Production das den D-Fisheye, sobald ihr es eben machen wollt, macht. Ich habe das hier auf Medium, damit ich eben da noch relativ viel in der Nachproduktion habe und gleichzeitig nicht alles irre verzerre. Das wirkt fast noch am natürlichsten. Jetzt habe ich auf White gestellt, nee. Dann Lowlight auf On, einfach immer zur Sicherheit. Spotmeter, wer will, der kann es haben, ich brauche es nicht. Protune heißt, ist der wichtige, das ist quasi bei den DSLRs die Farbbalances, die Farbprofile. Da könnt ihr erstmal White Balance, also Weißabgleich, einstellen. Da hier nur 3500 und 650K oder eben nativ eingestellt ist, lasse ich das hier immer auf Auto. Weil ich finde, man kann es auch in der Nachproduktion rausholen. Color ist in dem Fall richtig, denn wenn ihr das Ganze auf Flat lasst, kriegt ihr einen deutlich höheren Dynamikumfang. Das hat nichts mit HDR zu tun. Das liegt einfach daran, dass im flatten Farbprofil weniger abgeklippt wird, weniger ausbrennt. Und ISO-Limit würde ich auch auf 6400 machen. Sharpness, Schärfe, High, ganz klar. Denn auch davon lebt Cinematic. Und nochmal Kompensation, da könntet ihr das, wenn es ganz dunkel ist, könntet ihr noch plus 2 machen, damit das ISO nicht so nervt. Aber das sind also meine Einstellungen, wie ihr auf der GoPro die Cinematic Shots hinbekommt. Jetzt gehen wir in die Post-Production. Jetzt in Final Cut Pro X angekommen, dem Schnittprogramm bei Apple. So, hier seht ihr das GoPro-Footage. Ich grade das hier mit Filmconvert. Was das ist, das erkläre ich euch im anderen Video. Deswegen hier nur im Schnelldurchlauf. Hier kann man ja verschiedene Farbprofile auswählen. Ich nehme jetzt hier Protune Flat. Das hatten wir ja ausgewählt. Und jetzt sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. So, noch der Vergleich. Ich ziehe das Bild nochmal ein bisschen heller jetzt. Verändere die Temperatur und ziehe die Highlights, die Shadows noch ein bisschen hoch, damit wir eine höhere Dynamic Range kriegen. Und jetzt, auch dank dem Grain, haben wir schon ganz anderes Footage. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Ohne, so sieht das Ganze ohne Footage aus, und jetzt mit dem Footage. Das ist ein sehr origineller Look von Filmconvert, der ziemlich leicht zu erzeugen ist eigentlich. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze noch gratis macht, denn Filmconvert kostet was. Ihr habt zum einen Farbkorrektur, das Tool, gratis zur Verfügung. Das schmeiße ich hier auch mal eben rauf. Hier guckt ihr erstmal, wie das belichtet ist. Ich würde das Ganze jetzt eigentlich schon fast so lassen, vielleicht tief ein bisschen runterziehen. Dann wirkt das zum Teil ein bisschen epischer. Das hier würde ich so lassen. Alles ein bisschen runterziehen, aber nur ganz leicht. Vielleicht noch global, nee, so. Sättigung lasse ich erstmal auch an der Stelle. Das hier ein bisschen höhen und das ein bisschen in blau. Für den Hollywood-Look. Und jetzt noch Lutz, die kriegt man ja gratis im Netz,
hohen Lookup Tables sind also Tabellen, die das Ganze mit einem Klick graden, sehr effektiv. Gratis ist ja auch die M31-LUT, die ich benutze. Und ja, jetzt sieht das Ganze schon ganz anders aus. Wir nehmen jetzt diese LUT und ich passe noch ein bisschen an, damit man sich nicht an diesem Look satt sieht. Und jetzt, das ist quasi der Gratis-LUT, der Gratis-Look. Und der sieht ja auch schon sehr gut aus. Das liegt hauptsächlich an den LUTs, die wie gesagt gratis sind. Da ist der Film-Convert-Look noch relativ unspektakulär dagegen. Aber man sieht sich eben auch schneller satt. Das eben dazu zu Final Cut Pro X. Ich werde demnächst nochmal ein ausführlicheres Tutorial hochladen. Jetzt erstmal zu Adobe After Premiere. Und rüber. So, angekommen in Premiere Pro. Ich habe hier erstmal die beiden Clips reingeladen. Die schauen wir uns jetzt hier erstmal an. Also hier einmal Einschwenk und hier geht der Kameramann, also in dem Fall Benny, den Weg entlang. Also wir sehen schon, es ist ein bisschen ruckelig und das Footage ist auch ein bisschen verzerrt. Das kennt man ja so vom GoPros. Ich finde das jetzt nicht so schön und das wollen wir auch weghaben. Natürlich wollen wir auch noch ein bisschen Ruhe in das Bild reinbringen, vor allen Dingen hier bei dem Gehen des Kameramanns. Also ja, bei dieser ruckeligen Bewegung. Finde ich auch nicht so schön, das werden wir auch noch entfernen und wir werden natürlich auch noch die Farben verbessern, dass das Ganze schöner aussieht, kräftiger aussieht und natürlicher aussieht. Und ja, was wir als allererstes machen, wir klicken hier unten auf das neues Objekt-Icon und dann hier auf Einstellungsebene. Die Einstellung hier bestätigen wir mit OK und dann ziehen wir das Ganze über unsere Clips und hier können wir das auch in der Länge verändern. Was diese Einstellungsebene macht, sie wendet alle Effekte, die wir auf sie anwenden, auf die Clips darunter an. Also, wenn ich jetzt auf die Einstellungsebene zum Beispiel, ich kann jetzt mal hier vormachen, die Belichtung ganz hoch mache, dann macht es das sowohl bei dem Clip und bei dem Clip auch. Das ist ziemlich nützlich, da muss man das nicht bei jedem Clip einzeln machen, aber das resetten wir mal so. Also, womit wir starten? Also ich möchte hier diese Linsenverzerrung draus haben und dazu sucht ihr hier einfach Linsenverzerrung und dann habt ihr einige Möglichkeiten. Es gibt sogar schon ein GoPro Preset hier in Premiere Pro, das findet ihr unter Hero 4 Sitzung und da wir die Einstellung 1080p, also Full HD und Mittel gewählt haben, also dass das Sichtfeld auf Mittel ist, dass es nicht ganz so verzerrt ist, aber auch nicht so ganz steady, aber ich finde es besser, wenn die Verzerrung raus ist, deswegen wenden wir das jetzt mal auf die Einstellungsebene an. So. Lumetri-Farbe von eben dem Test lösche ich nochmal ganz kurz. Und jetzt sehen wir auch schon, wenn wir hier einmal durchscrollen, die Verzerrung ist weg. Es sieht schon deutlich besser aus, als ob es aus einem Camcorder kommt, das Footage. Und ja, was wir jetzt als nächstes machen, wir wenden hier ein bisschen Farbe an. Dazu gehen wir hier unter das Lumetri Farbe Fenster. Wenn ihr das noch nicht habt, klickt ihr hier oben auf Fenster und Lumetri Farbe. Dann sollte es bei euch auch hier rechts auftauchen. Und wir wählen hier die Einstellungsebene aus und klicken mal auf einfache Korrektur. Wir können jetzt auch LUTs auswählen, aber ich finde, wir stellen das Ganze manuell ein, wie es uns gefällt. Ich stelle mal ganz kurz die Belichtung hier runter. Also ihr könnt da auch gerne ein bisschen was ausprobieren, wie es euch gefällt. Kontrast lasse ich mal auf 0. Und wenn ihr die Werte hier resetten wollt, klickt einfach doppelt auf diesen runden Button. Ja, die Glanzlichter schreue ein bisschen hoch. Schatten auch. Ihr könnt hier gerne mit rumspielen und sehen, was das da mit dem Bild macht. So. Ich mache ja nochmal ein bisschen wärmere Temperatur rein. Ja, ich finde, das sieht ganz cool aus. Schauen wir uns das mal an. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt mal durchrendern lassen und geladen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ja, ich finde, es ist wirklich ein großer Unterschied, vor allen Dingen bei den Stellen hier, wo der Kameramann läuft. Man erkennt wirklich gar keine Schrittbewegung mehr im Bild. Und das finde ich schon richtig cool. Und hier ist auch wirklich nur smooth. Man wird, glaube ich, gar nicht mehr erkennen, dass es von einer GoPro stammt, dieses Footage. Und ja,
Dann würde ich sagen, geht's jetzt rüber zur Endcard. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.